heute Sonntag, der 16.07. Ja, neuer Blog, neues Glück. Ich habe ja schon angekündigt, dass ich meine Brache mulchen wollte oder will. Da sind wir jetzt auch gerade dabei. Und jetzt kommen die einen und anderen sagen, ja, ah, Mensch, das darfst du doch gar nicht. Ist doch, das darfst du erst ab 16.08. Das ist vollkommen richtig. Wir haben auf Nachfrage bei der Landwirtschaftskammer eine Sondergenehmigung bekommen. Zwecks den Disteln, die hier stehen und gnadenlos vermehren. Vorher, für die, die es nicht wissen, war es so, heute 16., also nach der Brut- und Setzzeit, die geht bis zum 15., durften wir unsere Brachen schlägeln und das war dann alles noch nicht so schlimm. Klar ist auch schon ein Teil der Disteln ausgesamt, aber noch nicht so viel. Wenn wir jetzt bis zum 16.08. warten würden, dann wäre natürlich alles schon weg. So, und ich bin jetzt hier auf meinem einen Brachstück, wo wir so eine Probleme hatten. Und ja, ich kann es euch gerne mal zeigen. Also hier steht alles voll mit Disteln. Also ich habe überlegt, eigentlich nur die Distelnester, aber das lohnt sich gar nicht. Also das geht da vorne noch weiter, wirklich viel. Und ja, ist jetzt zum Beispiel die Frage, oder meine Frage, wenn man jetzt mal bei der Distel guckt, diese ganz kleinen, die jetzt noch nicht offen sind, sind die trotzdem schon samenreif oder können die trotzdem schon keimen, wenn die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die hier oben, die fliegen natürlich schon weg. Ja, das ist jetzt schon zu spät theoretisch, also die samen sich wieder aus. Ja, um das irgendwie so ein bisschen in den Griff zu kriegen, haben wir jetzt hier schon angefangen zu mulchen. Ja, das ist politisch leider so gewollt. Wir müssen ja auch Brachen machen, mindestens 4%. Und ja, also verkraut lassen wir hier unsere Flächen verkrauten. Der eine könnte jetzt sagen, ja, du kannst doch aber da auch Weizen. Nein, kann ich nicht, weil wir müssen Brache anbauen und dieses Stück hier bietet sich einfach an, weil man sieht, da rechts nebenan ist schon der Nachbar und das sind hier unten vielleicht, keine Ahnung, 18 Meter und das ist mit den Pflegespuren absolute Katastrophe. Da habe ich hier unten viel mehr Schiss, den Graben tot zu spritzen oder irgendwie was, dass sie einen wieder anscheißen können, wie alles andere. Ja, und aus diesem Grund ist hier Brache, wie gesagt, bietet sich halt an, eigentlich schade drum, guter Acker. Ja, und wir müssen das halt machen. Das ist so der Stand. Hier blüht noch ein bisschen was. Ich gehe mit der Hoffnung daran, dass wenn wir jetzt anständig einmal alles abmulchen, dass das in 3-4 Wochen wieder schön grün durchkommt. Dass das Wild dann wieder was von hat und die ganzen Tiere. Die Bienen, gut, die Bienen wahrscheinlich nicht mehr, aber ganze Insekten und sonst sowas. Ne, wenn das jetzt schön einmal abgemäht ist, von unten wieder schön grün durchwächst, ja. Das ist so meine Denke dahinter. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, mit was mache ich das? Ich habe mir hier was ausgeborgt. Das ist ein 15C mit einem mütigen Seitenmulcher und ein Düker für die Front. Und damit bin ich jetzt hier und schruppe ich das hier runter auf den Sonntag, dass das fertig ist. Umso früh wie möglich das jetzt zu machen nach der Brut- und Setzzeit. Ich hätte das auch schon Mittwoch machen können, weil die Sondergenehmigung ab da gilt, aber ich habe mir gesagt, ich halte mich noch an die normalen Gesetze bis zum 15. oder bis zum 16. warten und heute Sonntag geht es dann los. Ja, ich zeige euch noch mal ein bisschen was von drin und dann soll es auch gewesen sein, ne? Alles klar. Ja Leute, so, ich bin jetzt fertig hier mit der Brache, fahre jetzt wieder rüber, bringe den Trecker weg. Ja, es haben tatsächlich Leute angehalten mit dem Fahrrad, haben ein Foto gemacht, also als wenn sie ein Foto machen, so, wenn sie das toll finden und so, dann werden die auch länger stehen bleiben. Aber so eine, also so ist es mir, rübergekommen, also anhalten, Foto machen, anscheißen. So sah das aus. Also ich bin gespannt, falls da was kommen sollte, werden hier die Ersten sein, die das mitkriegen. Ja, ein älterer Herr hat angehalten mit dem Fahrrad, mit dem habe ich auch gesprochen und der hat gefragt, was ich denn hier mache und habe ihm das so geschildert und dann hat er mich ganz mit ganz großen Augen angeguckt und mich gefragt, warum wir denn 4% stilllegen müssen. Das wäre doch totaler Quatsch. Wir müssen doch auf den 4% Lebensmittel anbauen. Da habe ich ihm das mal so geschildert mit der Politik, wie die das da von uns verlangen. Da hat er auch nur gesagt, die haben sie da alle nicht mehr. Also kurz nach dem Krieg, da haben wir, wenn man näher, hat er damals gesagt, kurz nach dem Krieg hätten wir uns das niemals träumen lassen, irgendwas stillzulegen. Da haben wir Lebensmittel angebaut, um
was zu essen zu haben. Ne? Naja, so ist das halt. Wir leben in der Überflussgesellschaft momentan. Ja, für heute mache ich Feierabend. Wie gesagt, diese 1,5 zerquetschte Hektar, da habe ich jetzt gemulcht mit Sondergenehmigung. Ja, wollte ich euch mal gucken, ob ich das schaffe, ob ich das noch finde. Habe da ein schönes Bild gemacht, wo es geblüht hat damals. Die Verzilia, das war richtig schön, blaues Meer, das sah auch richtig gut aus. Wurde natürlich dann Ende Mai unterdrückt oder stark unterdrückt von den Disteln. Gut, jetzt ist der Verzilia auch verblüht schon, aber nur, dass ihr da mal irgendwie mal sehen könnt, dass da noch gar keine Disteln da waren, dass die echt erst später gekommen sind. Und ja, aber hat ja jetzt auch gesehen, Verzilia ist verblüht, da ist nicht mehr viel los. Und ja, alles klar. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann. Haut rein. Moin Leute, 18.07. heute. Wir haben es 17 Uhr. Ich stehe hier bei mir am Raps und werde jetzt mal eine Probe nehmen oder beziehungsweise abgezwackt hier von der Pflanze habe ich schon. Man muss hier, ist ganz wichtig beim Raps, so weit wie man reinkommt, ohne dass jetzt so viel ausfällt, und ganz unten am Schotenpaket ansetzen und die Schoten nach oben abreißen, damit man auch die Gummischoten erwischt, falls noch welche da sind. Das sieht hier eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, dann drischt man es mit der Hand aus. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir hier unser Gerät, unser Messgerät. Stellt man auf Raps ein. Dann schütten wir jetzt hier das Abgemessene in die Mühle. Also das Ding hat unten und der Deckel, der drauf kommt, oben so eine Spitzen. Das heißt, das Saatgut oder das Getreide oder der Raps wird dann klein gemahlen. So, jetzt muss ich euch mal ganz kurz hier irgendwo hin bappen, dass ihr das auch seht, was ich mache. Ich habe das zugedreht. So, jetzt sind wir komplett gegen. Jetzt stecken wir das hier drauf. Jetzt nehme ich euch wieder hin. So, jetzt drücken wir hier auf Messen. Er misst. Raps zeigt er sogar an. Ich schätze, es ist trocken. 5,2. Ja, bis 9% können wir ja liefern. Alles, was drunter ist, kriegen wir einen Zuschlag beim Raps. Aber soll jetzt nicht täuschen, die Messung, weil beim Raps kann man das von außen eigentlich nie so. Ist jetzt ein Anzeichen, alles klar, jetzt könnte es trocken sein. Jetzt müsste man eigentlich einmal mit Meter schon mal reinfahren, 30 Meter, und dann nochmal eine Probe nehmen, um zu gucken, ist der Bestand homogen abgereift und ob wir den abdröschen können. Das wollen wir wahrscheinlich Donnerstag irgendwie machen, mal gucken. Weil mein Chef, der mehr für mich drischt sozusagen, der hat da hinten auch noch einen Plan. Raps, das wäre dann ein Abwasch, dann braucht man nicht zweimal hierher jüppeln. Ja, das ist also so der Stand. Wie gesagt, 5% darf man nicht, also ich denke mal, wenn wir reinfahren, sind wir dann irgendwo bei 8 oder so. Wie gesagt, aber keine Gummischoten. Ich hätte echt gedacht, dass noch irgendwie mal ein bisschen, aber überhaupt nicht. Also das, was ich so von außen sehen kann, ich war eben auf der anderen Seite schon. Da sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja, das ist der Stand. Alles klar. Wir sehen uns. Bis dann. So, wir sind jetzt nochmal gleich nach dem Raps zum Stoppelweizen gefahren. Das ist die Sorte Azuri. Die sieht schon verdammt weit aus, leider. Und ja, ich habe jetzt was abgepflückt hier. Liegt hier drin. Und ich wollte euch mal zeigen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich euch hier festmachen soll. Ungern am Auto. Aber scheißegal, das machen wir jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch irgendwo anbappen kann. Oh, das geht sogar. So, jetzt seht ihr die Schale hier. Jetzt nimmt man im Endeffekt was in die Hand und macht es wie der Mähdrescher. Der reibt das ja auch. Reibt die Ähren aneinander, beziehungsweise an der Handfläche. Und dann fällt der Weizen hier rein. Allerdings mit Kaff und mit dem ganzen anderen Krempel, mit den Spindeln. Aber das ist im Mähdrescher auch und wird dann im Nachhinein im Mähdrescher ja noch getrennt. Sozusagen die Spreu vom Weizen.
Ja, so. Jetzt haben wir das hier gleich. Ich bin noch was drin. So. Jetzt habe ich natürlich glücklicherweise, so gut glaube ich bin, ein Ding genommen mit Löchern drin. Eine Pappe. Nimmt man das so und dann pustet man. Also das Kaff fliegt weg und der Weizen fällt hier rein. So sieht das aus. Sieht verdammt trocken aus. So eine Scheiße. Wäre natürlich schön, wenn das noch nicht so wäre. Gut, ich drösche das jetzt noch mal ein bisschen aus und dann messen wir das mal zusammen. So, wieder ganz wichtig hier. Wir brauchen wieder unseren Pott, unseren Messpott. Wir machen den voll. Kippen den jetzt hier rein. Und hoffen, dass der Weizen noch nicht allzu trocken ist. Jetzt hört sich das schon ganz anders an wie beim Raps. Beim Raps ist es ja ganz leicht zuzumachen, sage ich jetzt einfach mal. So, jetzt stecken wir den hier drauf und jetzt drücken wir auf Schalt, Stopp. Wir stellen Weizen und drücken auf Weizen. Jetzt nehme ich euch mal und gucken, was der Weizen sagt. 15,5. Ja, dann ist der wohl auch bald dran. Das ist natürlich nicht schön. Gut, kann man nicht ändern, ist Stoppelweizen, der ist sowieso immer früher. Aber wäre schön, wenn wir den noch irgendwie im August hätten dröschen können erst, weil dann wird er wahrscheinlich ertraglich nicht so toll sein. Aber die Ähren sehen eigentlich recht gut aus. Also, wenn hier mal im Vorgewende mal raufgehen oder hier mal an die Kante gehen. Also so von den Ähren her sieht er echt gut aus. Gut, hier steht er jetzt ein bisschen lückig, warum auch immer. Nee, aber im Bestand sieht er echt gut aus. Aber wie gesagt, wir werden das hier alles über die Fahrzeugwaage verwiegen bei dem Landhändler und dann werdet ihr sehen, was ich da ernte oder nicht. Ja, das ist jetzt so der Plan. Ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann, bis dann, ciao. Moin Leute, Donnerstag, 20. Juli. Ja, wir sind am Rapsdreschen. Es geht los, der Drescher ist irgendwo da hinten, den seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Der Raps hat eine Kornfeuchte von irgendwas zwischen 6-7%. Das ist also in Ordnung. Bis 9 gibt es da keine Abzüge. Und alles, was unter 9 ist, kriegt Zuschläge. Ja, an sich, wenn man sich den Raps mal anguckt, das Schotenpaket doch sehr klein. Ja, das geht irgendwo hier los. Und ja, bis hier oben. Wir werden sehen, wie gesagt, das ist halt alles oder wird alles auf der Fahrzeugwaage verwogen. Und dann werden wir sehen, was da Phase ist. Hier ab und zu hast du echt noch mal einen grünen zwischen, wie man so sieht, ja. Aber tatsächlich, die hier oben sind alle reif. Und eigentlich der beste Zeitpunkt zum Dröschen, weil es ist alles trocken und es ist noch kein Ausfallraps aufgelaufen. Das heißt, hier sind noch keine Schoten aufgeplatzt, wo man Ertrag verlieren könnte. Von vielen jetzt schon gehört, Raps dieses Jahr ganz schlecht. Und das ist ja nun auch kein super Standort, den wir jetzt gerade hier haben. Ich bin gespannt, was die Fahrzeugwaage sagt. Ja, Landhändler haben schon alle zu. Wir haben es jetzt, ich glaube, irgendwo 20 Uhr. Die waren da, haben irgendwie nicht mit gerechnet, dass wir heute dröschen, weil heute Morgen hatten wir irgendwie 3 mm. Aber es geht, es staubt. Ja, man kann gut fahren, es ist wirklich trocken. Das ist natürlich echt genial. Weil wenn man immer so viel Grünkrams hat, sag ich mal, wenn der ganze Bestand so aussehen würde wie diese einzelne Pflanze, das muss der Mähdrescher alles durch seine ganzen Innereien drücken, sage ich jetzt mal. Dorschtrommel, Vorbeschleuniger, in die Rotoren hinten rein, in den Häcksler. Und das kostet alles verdammt viel Energie, Kraft. Der Mähdrescher fährt langsamer, dass er sich nicht verschluckt. Also verschluckt heißt, dass er nicht Trommelwickler kriegt, sage ich jetzt mal, bei so viel Grünkrams, dass sich das um die Trommel wickelt. Ja, das ist so der Stand. Ich weiß nicht, könnt dann sehen, da hinten fährt er. Ich werde mich gleich nochmal draufsetzen und dann mal eine Runde mitfahren und ein bisschen was zeigen. Ja, nee, aber ansonsten bin ich zufrieden. Wie gesagt, komplett gleichmäßig abgereift. Das gefällt mir. Wenn man jetzt hier mal schon wieder guckt, ne, die Risse im Boden, das ist natürlich auch der Wahnsinn. Ja, ein bisschen
sag schon, Verluste hat man immer, auch beim Dröschen. Also gut, das ist jetzt das Vorgewinde, eigentlich ist das jetzt kein Anhalt hier. Aber ein paar Prozent oder ein Prozent ist vollkommen in Ordnung. Ich gucke jetzt mal hier. Also ich finde jetzt hier nichts. Also wie gesagt, wir lasten den Drescher ja auch nicht komplett aus hier gerade. Aber wir haben eben eigentlich keinen Zeitdruck. Die Anhänger werden voll gedroschen. Wir haben zum Glück noch einen Zug geholt. Falls es nicht reichen sollte, dass wir das hier alles draufkriegen. Ja, das ist so der Stand heute. Das heißt, heute wird mein Plan hier abgedroschen. Das sind 7 Hektar. Ich habe schon ein paar Drohnenvideos gemacht, sage ich jetzt mal. Nachher noch mal ein paar, um euch das noch mal zu zeigen. Mein kleiner Fendt ist auch dabei, der steht da hinten. Der hat den alten Welgazug hinter als Reserve, falls wir halt nicht, falls es nicht reicht, der Platz auf den Anhängern. Ja, das ist so der Stand. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Morgen soll es regnen. Darum haben wir gesagt, wir greifen heute noch an. Wir haben erst um 4 angefangen oder so. Bei meinem Chef noch die 8 Hektar gedroschen, jetzt hier die 7. Aber der schnattert hier durch mit 7 km/h, 7,5 km/h. Also es ist wirklich trocken. Ich hoffe, dass der Ertrag auch stimmt. Das werden wir sehen. Alles klar, bis denn. So Leute, jetzt nochmal vom Mähdrescher hier. Wir haben es jetzt 21.53 Uhr. Wir mähen jetzt hier die letzte Bahn. Und dann ist hier der 7 Hektar Plan ab. Also der komplette Raps bei mir ist dann geerntet. Momentan sieht es ziemlich schlecht aus vom Ertrag, also schlechter auf jeden Fall als letztes Jahr. Aber das werden wir, wie gesagt, morgen alles wiegen und dann werden wir sehen, was Phase ist. Ja. Vom Dröschen her funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Die Stängel sind alle ziemlich mürbe, das Stroh auch. Es rutscht hier schön rein hier vorne. Ja, das war der Raps. Das war die Rapsernte bei mir und ja, morgen werden wir das abliefern beim Landhandel und dann kann ich euch sagen, wie viel wir jetzt hier geerntet haben oder auch nicht. Ja, so, wenn wir jetzt Feierabend, bringen die Maschinen alle noch rüber und dann ist Schluss heute. Geht's vielleicht morgen weiter, wenn es nicht regnet. Mal schauen. Na gut, alles klar. Bis denn, haut rein, ciao. Samstag, 22. Juli. Ich wollte mich eigentlich gestern melden, habe ich nicht geschafft. Ja, Rapsernte abgeschlossen. Ja, Ende vom Lied ist das alles verwogen. 3,66 Tonnen haben wir geerntet pro Hektar. Ja, hätte ich mit mehr gerechnet, weil der Bestand echt gut war. Und also von außen sah das alles immer gut aus, ganze Jahr über. Aber ja, 3,66 Tonnen. Letztes Jahr 4,6 Tonnen geerntet. Aber es ist dieses Jahr, warum auch immer, da rätseln die Profis noch, warum das ist mit den Erträgen bei uns hier geringer. Also es gab tatsächlich welche, die haben 1,1 Tonnen abgeliefert. Und das ist natürlich nichts. Ne? Also 3,6, ja, ich finde es nicht toll. Ich hätte lieber über 4 gehabt. Aber gut, kann man nicht ändern. Ist so. Ja, ich stehe jetzt hier nochmal Mais, weil ich musste gerade
meine Brachstreifen oder meine Gewässerrandstreifen, die ich angelegt habe, fotografieren. Habe letzte Woche eine E-Mail gekriegt, dass ich mir nochmal bitte die Fani-App runterladen soll. Das ist Foto-App Niedersachsen oder sowas heißt die, glaube ich. Das ist ja über unser Andi-Programm sozusagen ist es verknüpft und es fliegen alle 7 Tage oder was die Satelliten bei uns drüber und fotografieren, spionieren uns aus sozusagen, was wir auf unseren Äckern machen. Und die haben halt nicht erkannt, was hier angebaut oder was diese Kultur ist, die da drauf ist. Deswegen muss man ein Foto von der Gesamtfläche machen und ein Foto von der Kultur, die wächst sozusagen, von der Ähre oder wie auch immer. Bei mir ist jetzt hier ein Brachstreifen mit Kraut und Gras. So, und ja, das muss man jetzt machen. Wobei ich mir überlege eigentlich, ich gebe den Antrag ab und unterschreibe dafür, dass ich alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe. Und dann kommt jetzt so ein Scheiß nochmal dazu. Ich raff's nicht, keine Ahnung, warum das so ist. Ja, das musste ich jetzt noch machen. Ich habe noch 2 andere Streifen, die ich fotografieren muss. Ja, das ist so das Ende vom Lied. Man wird immer mehr überwacht. Furchtbar, richtig furchtbar. Ja, mein Raps. Ja, der Raps ist ab, genau. Der Mais hier, der sieht tatsächlich gut aus. Genau, 1,80. Der ist irgendwo 2,20 Meter, 2,30 Meter. Aber er blüht schon, wie man sieht. Das ist natürlich nicht so doll. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Oh, ein Storch. Ja, da hoffe ich, dass der noch ein bisschen wird. Aber der ist schon um einiges besser als letztes Jahr. Aber das soll natürlich auch kein Maßstab sein. Letztes Jahr der Mais in Osterwiek auf dem Sandboden da, das war scheiße. Ja, Vlog vorbei. Heute Abend noch schneiden, hochladen. Morgen wollen wir wahrscheinlich bei meinem Chef weiter Raps dröschen. Mal gucken. Wie immer, Kanal abonnieren, liken, Daumen hoch, kommentieren. Was habt ihr geerntet bei euch im Raps zum Beispiel? Das wäre super interessant, mal zu wissen. Und wo ihr daherkommt, mal reinschreiben. Ja, alles klar. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.